Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu meinem Channel und heute werde ich ein Video machen über wie man in Deutschland koreanische Kosmetik bestellt, beziehungsweise ich habe ein Package bestellt von Misha Cosmetics. Misha Cosmetics ist eine von vielen verschiedenen Brands in Korea, zum Beispiel Etude House, Innisfree und Misha of course und Too Cool for School und so weiter. Und man kann in Deutschland verschiedene Kosmetik-Brands aus Korea bestellen, aber Misha kann man mitunter besonders gut bestellen, weil es Niederlassungen auch in Deutschland gibt. Das heißt, wenn ihr auf der Website bestellt, da gibt es absolut gar keine Probleme. Es kommt innerhalb von 2 Tagen an und also ich hatte echt noch keine Probleme. Ich glaube über 30 Euro ist dann der Versand auch frei. Und 30 Euro ist ziemlich einfach zu knacken, um ehrlich zu sein, wenn man sich auf der Website ein bisschen umschaut. Und ja, hier ist mein Paket. Und heute zeige ich euch, was ich da bestellt habe und was für Farben das sind und so weiter. Mit ein paar Produkten habe ich auch schon Erfahrungen gemacht. Das heißt, da kann ich euch auch ein bisschen mehr davon erzählen. Und vielleicht gehe ich im Schluss auch noch kurz darauf ein, ja, wie man andere Kosmetik bestellt und was meine persönlichen Favoriten sind von den Marken aus Korea. Also erstmal habe ich bestellt eine Aloe Soothing Gel Creme. Wundervoll, hier. Da habe ich so ein Video gesehen von so einer YouTuberin aus Korea und die meinte, da könnte man die Poren verkleinern. Und ich dann so, ah, really? Und dann habe ich es gekauft. Ja, mal gucken, ne? Also ich glaube, es ist einfach nur ein Cooling Gel. Das heißt, wenn man in der Früh aufwacht und so ein richtig wulstiges Gesicht hat und sich wieder mal denkt, oh wow, ich sehe aus wie ein Teig, dann kann man das vielleicht drauf machen, ein paar Minuten drauf lassen und danach hat man dann ein entschwelltes Gesicht. Dann habe ich hier das Super Aqua Refreshing Cleansing Foam. Auf der Website von Misha kann man tatsächlich gucken, was für ein Hauttyp ist man. Also zum Beispiel ölige Haut, Mischhaut, also normale Haut und sonst was. Kannst du dann draufklicken und dann werden dir quasi die Produktreihen angezeigt, die für deinen Hauttyp wohl stimmen werden. Nicht ganz sicher bin ich mir dabei, aber was ist das für eine Satzstellung? Aber anyways, habe ich jetzt mal diesen Refreshing Cleansing Foam bestellt, weil ich nämlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Misha Cleansing Foam gemacht habe bis jetzt. Ja, dann habe ich hier reduziert den Syrup Painting Rouge. Okay, ja. Wunderschön. Die Farbe ist nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich so ein feminines Rosa haben für meine Lippen, aber die Farbe ist eher orange geworden. Wenn man sie ausprobiert, dann sieht sie eher so aus. Passend zu meiner Bluse heute, nein, Spaß beiseite. Ja, also ich weiß nicht, die Farbe ist richtig krass orange eigentlich, also so orangelich, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob ich die so oft benutzen werde. Ich bin eher so der Rot- und Rosa-Typ. Dann habe ich natürlich 3 koreanische Gesichtsmasken bestellt. Eigentlich hätte ich gerne 5000 bestellt, aber wie das Budget so spielt, habe ich hier die Firming Care Herb in Nude Sheet Mask bestellt, die mit irgendwelchen richtig geilen Tee-Ingredients irgendwelche richtig geilen Auswirkungen hat. Hier steht, okay, Räubusch ist da drin und soll Elastizität gewährleisten und die Haut wieder smooth and firm machen. Und dann habe ich Red Ginseng bestellt. Ja, Ginseng dachte ich mir aufs Gesicht damit. Und Pomegranate, also wie sagt man, Granatapfel. Bisschen frische Frucht aufs Gesicht. Okay, und dann habe ich noch hier 4 Pore Source Pocket Packs gekauft. Eigentlich dachte ich, das wären auch normale Masken. I was betrayed, es ist ein Pocket Pack und anscheinend sind es so Nachtmasken. Ein so ein Ding reicht für 3-mal anwenden und man cremt sich da das Gesicht ein, schläft eine Nacht drüber und hat danach Baby-Popo-Face. Und ja, da habe ich eins mit Honig, eins mit einem Teebaum, eins mit Reis und eins mit Perlenextrakt. Genau. Und am Schluss habe ich dann so ein Misha BB Dual Trial Kit A. Oh Gott, seht ihr das? Okay. Bestellt. Also ganz komisch, es gab, oder vielleicht war ich auch nur inkompetent, nicht einfach nur eine BB-Creme, weil ich habe da eigentlich die 21. Aber irgendwie gab es nur dieses BB Dual Trial Kit. Und dann habe ich das bestellt und da drinnen findet ihr dann 3 solche kleinen Tuben. Einmal habt ihr hier die Perfect Cover BB Cream mit der 21. Dann habt ihr hier die 23.
und den BB Boomer, which actually is like a primer, ein Primer wahrscheinlich. Also der Boomer, der ist von der Konsistenz her etwa so, also man hat so ein cremiges, bisschen durchsichtiges, eher weißes Gedöns, was man wohl aufs Gesicht schmiert, bevor man sich da weiter mit beschäftigt. Hier steht, dass man es vor BB-Creme drauf tun soll und so weiter. Leichtes Gesicht betupfen und dann soll es einziehen. Und dann habe ich hier die 21, die war immer meinter. Die ist recht hell. Oder jedenfalls war sie das mal, aber hier schaut sie ja gerade etwas dunkel aus. Weil es auch die Nummer 23 ist. Well, die 23 ist recht dunkel und die hat so ein bisschen... Na, seht ihr das? Die ist recht dunkel. Okay, meine Hand ist voller Lippenstiftabdrücke, also wundert euch nicht. Die hat einen eher rosa Stich, das heißt, Gelbhauttyp ist, glaube ich, eher nicht so gut mit dieser Farbe. Und ist dünkler als mein Ton, which is actually not that hard to make. Und jetzt habe ich überall BB-Creme auf den Fingern. Und das war immer meine hier, die 21, aber ich weiß nicht genau, mal gucken. Ja, die ist relativ hell, also das ist die... Oh, seht ihr das? Das hier oben. Dann habe ich noch, weil ich süß bin und über 30 Euro bestellt habe, ein paar Proben bekommen. Bei Mischa sind eigentlich immer Proben mit dabei, das finde ich immer richtig geil. Ich habe hier einmal die BB Cream Cover Nummer 25 bekommen. Die 25 ist, glaube ich, richtig dunkel. Keine Ahnung. Ich guck mal. Also die 25 ist von der Farbe her so. Ein bisschen gelblicher diesmal. Nicht so rosastichig. Die ist, glaube ich, ganz gut für jedwegen, der einen etwas dunkleren Ton hat mit Gelbstich. Und dann habe ich hier noch die Time Revolution Vitally Lotion bekommen, die nicht scharf wird, oder? Und dazu passend den Vitality Toner. Den Vitality Toner. Vitality Toner. Und das Ganze hat insgesamt, habe ich jetzt für die ganze Bestellung, 35,95 € ausgegeben. Dabei war das teuerste die Soothing Cream. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht die teuersten Sachen alle gekauft habe. Das hat 5 € gekostet, die Creme, aber ist auch ein riesen Bottich. Und die ganzen Masken haben so 1,85, 1,75 gekostet. Dann haben wir dieses Trial Kit mit den 3 BB-Cremes. Das hat 3,90 gekostet. Der Lippenstift hat 3,50 gekostet, aber der war auch reduziert, wie viel, was ich da eingekauft habe. Und das teuerste war der Cleansing Foam, nicht die BB-Creme, ich bin dumm. Der Cleansing Foam hat 11 € gekostet. Aber ich meine, sowas hält auch ziemlich lange und es ist sehr gut, also fand ich. Es gibt natürlich von COSRX in Korea gibt es einen besseren Cleansing Foam. Eigentlich ist es the best, I think. Aber hier in Deutschland hat man da nicht so gut Access. Wenn man sich unbedingt also andere Brands auch kaufen will aus Korea, dann geht es nur übers Bestellen logischerweise. Oder man hat einen Freund oder Freundin in Korea, der das schickt. Which is wahrscheinlich etwas teurer wegen den Versandkosten. Aber sonst kann man im Internet auf Romwe, auf YesStyle, auf den Seiten natürlich. Es gibt also einige Seiten. Oh Gott, ich habe BB-Cream auf dem Schenkel. Einige Seiten. die das auch anbieten, nach Deutschland zu schicken. Die Versandkosten sind da aber nicht unbeträchtlich. Beispielsweise bei Romwe ist es so, dass wenn der Einkaufswert über 59 €, glaube ich, geht, erst dann sind die Versandkosten frei. Ansonsten kommt da noch eine beträchtliche Menge Versandkosten mit dazu. Which is expensive. Und ja, also bezüglich Kosmetik, wie gesagt, da finde ich das Cleansing Foam von COSRX am besten. Da gibt es auch ein Edward Avila Video. I am fan. Shout out to Edward Avila, who is not watching this video anyways. Für meine Cushion Foundation, die ich oft benutze, dann finde ich Laneige richtig gut. Da kann ich Mischa gar nicht empfehlen, um ehrlich zu sein. Das bröckelt sehr schnell. Eine Freundin von mir hat das jetzt gekauft sich und es bröckelt sehr schnell über den Tag und es sieht nicht mehr schön aus dann.
Aber die von Laneige, die ist schön feucht und die sieht immer aus wie Haut eigentlich. Also die muss man auch nicht oft nachschminken und so weiter. Okay, also ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr heute gesehen habt. Das war ein etwas untypisches Video. Ich habe bisher kein Unpackaging-Video hochgeladen. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wäre ich voll happy, wenn ihr diesem Video einen Thumbs up gebt oder kommentiert, falls ihr irgendwelche Erfahrungen mit speziellen Kosmetika aus Korea gemacht habt. Oder ob ich jetzt oder ob ihr in Zukunft auch mehr Videos auf Deutsch sehen wollt vielleicht oder so weiter. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss!